Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Scorched Earth. Ich werde jetzt erstmal versuchen. Mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, bist du süß! Oh mein Gott, das ist noch ein zweites. Beides Level 1. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ihr seid die süßeste Sache, die ich je gesehen habe. Oh mein Gott! Ich brauche euch. Oh mein Gott, seid ihr süß. Na, komm mal her. Oh, so süß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das knuffigste auf der Welt. Zwar nur ein Level 1. Aber hey, pick up. Oh mein Gott. Entschuldigt, aber das ist gerade Cuteness Overload. Und der Raptor wird mir das nicht kaputt machen. Ich werde nicht meinen Jerboa verlieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich. Oh mein Gott. Mein Herz geht auf. Ist das süß? Okay. Ihr werft das diesmal nicht mit der Benutzen-Taste ab, sondern mit 2x F. Warum ich das weiß? Weil ich habe eben schon das Dossier. Oh mein Gott, wie es sich umschaut. Oh mein Gott. Entschuldigt, aber das ist gerade echt. Das ist zu viel für mich. Das ist. Oh mein Gott. Oh, ist das süß, Little One. Little One, wir stehen das zusammen durch. Ich weiß noch nicht wie. Ich werde wahrscheinlich gleich wieder umgenietet, aber. Aber wir schaffen das. Ich weiß es. Oh mein Gott, Little One. Oh, ja, was ich sagen wollte, ich wusste jetzt, dass er, wie er zu zähmen ist tatsächlich. Also ich wusste, wie sie aussehen, aber trotzdem, die jetzt noch beim Spiel zu sehen, ist einfach göttlich. Weil ich halt schon das Dossier vorbereitet habe und das werde ich auch hochladen, bis diese Folge kommt. Ist es wahrscheinlich schon oben oder ich weiß es noch nicht, muss ich mal gucken. Und ja, was machen diese kleinen Viecher? Also die sind im Prinzip... Ihr habt schon gesehen, man kann sie relativ schnell ausnocken. Das ist im Prinzip wie Dodos, kann man sagen. Und sie sind ganz unten hier an der Nahrungskette. Sie sind halt eher Beute für die anderen Tiere. Leider halt wie die Dodos. Aber ihre Besonderheit ist, dass sie, wenn sich das Wetter hier verändert, dann verändert sich ja auch das Verhalten von den kleinen Rackern. Und dann kann man halt schon so ein bisschen merken, wenn sich halt... ja, wie gesagt, wenn sich das Wetter hier verändert, weil es sollen hier wohl auch halt Sandstürme kommen und das kann man eben durch die Kleinen merken. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich brauche erstmal, genau, ich war auf der Suche nach Stein. Und ja, wie gesagt, sie sind Herbivores und so könnt ihr sie... zähmen. Oh mein Gott. Da ist noch eins. Oh Gott. Ihr seid so süß. Ihr seid so süß. Dann noch das mit dem Prokopteon. Oh, ich schwebe im siebten Himmel, ne? Ich brauche jetzt nur noch... Wenn ihr mir jetzt noch Stein gebt, ne? Dann bin ich in Heaven. Oh, da ist noch ein Prokoptodon. Oh mein Gott. Neat. Aber erstmal hier irgendwie Neat Stone. Das wäre wunderbar. Ich möchte mich dann auch mal irgendwie... Am liebsten würde ich mich gerne halt irgendwo aufbauen. Aber... Oh Gott, da ist gerade was runtergefallen. ich meine, gerade jetzt, wo wir unseren kleinen Jerboa haben, ne? Den will ich nicht hergeben. Den will ich im Leben nicht hergeben. Jetzt gib mir doch mal irgendwie Stone hier.
du aber. Nö. Sieht echt so aus, als ob man den aufnehmen kann, aber... Oh mein Gott, das ist die süßeste Sache überhaupt, ne? Ich habe echt Zuckerschock. Oh mein Gott, da sind noch mehr. Aber alle so Level 1. Oh, der hat auch eine coole Musterung. Mit dem Blau. Oh Gott. Und wie er sich die Ohren putzen und überhaupt. Und oh mein Gott. Das ist zu viel für mich. Das ist... wirklich zu viel für mich. Die wären halt einfach, um an Heil zu kommen. Aber wie soll ich diese süßen Dinger umnieten können? Das soll mir mal einer erzählen. Das kann man ja gar nicht übers Herz bringen. Wie gesagt, weil die halt auch eine gute Heilquelle geben. Gerade besonders für den Anfang. Ich sag mal, ist denn hier nicht mehr irgendwie... irgendwie Stone? Kann ich das jetzt eigentlich essen? Ich könnte es essen. Ach, da ist ein Raptor. Ich brauche Stone. Wie kann ich diese kleinen Wollknäule denn umnieten? Das kann ich gar nicht. Die sind viel zu süß dafür. Oh mein Gott. Ich meine, wie, Leute? Wie soll ich diese kleinen putzigen... Oh, du hast ja auch... Ach, du bist... Also, der hat ja echt eine geile Färbung, ne? Muss man ja ernsthaft mal sagen. Oh Gott. Das ist... das ist echt zu viel für mich. Ich kann den nicht umnieten, aber wahrscheinlich muss ich es wegen Hyde, aber... wir gucken erst nochmal. Erstmal weiter. Bist du hier? Ne, du bist der Eul. Gib mir mal, danke. Okay, wartet mal. Ich brauche jetzt erstmal... Spare bräuchte ich... ja, ich brauche Flint, ich brauche eigentlich Stone. Bevor mich gleich irgendwie eine Raptor umsetzt und ich keine schon... Oh Gott, das sind noch mehr von den kleinen, süßen, knuffigen Dingern. Wie soll ich es jemals schaffen, die umzunieten? Das kann ich gar nicht. Wenn es irgendetwas umnietet, ne, und ich meinen Jaguar verliere, dann ist aber hier... Oh Gott, ist schon... wieder etwas, was mir mein Jaguar abnehmen will. Ah, das war schon wieder etwas. Ich möchte doch einfach erstmal nur Stone haben. Kann doch nicht so schwer sein. Irgendwie so ein bisschen Stone. Da vielleicht? Ich meine, es sieht so aus, als ob man die aufnehmen kann, aber dann ist es nur Deko. Leider. Gefällt mir nicht. Warum darf ich die denn nicht aufnehmen? Ganz vorsichtig runter. Alles gut. Alles gut.
Wir leben. Oh mein Gott. Okay. Ich möchte eine Hütte. Ich möchte Stone. Ich möchte leben. Oh Gott. Stone? Gott, wir müssen mir doch mal irgendwie hier Stone geben oder so. Silica Pearls? Tatsächlich. Hier sind random Silica Pearls. Was zum Teufel? Oh, hallo. Möchtest du mir vielleicht so ein bisschen Wasser geben? Es wäre hervorragend. Komm schon, setz dich mal. Ich kann erstmal kurz mein Level verteilen. Dahin und hierhin und überhaupt und dorthin. Okay, hast du dich inzwischen hingesetzt? Gott, ich höre. Oh, ich wollte gerade sagen, ich höre was, aber du bist es. Komm schon. Ah, danke. Ist damit. Da ist Metall. Ja, wenn ich jetzt noch. Ein Klumpen Metall. Irgendwie. Hi. Stone hätte. Dann wäre ich schwer angetan. Oh, der ist wieder so eine Motte. Hier sieht es gerade sogar relativ ruhig aus. Muss ich gestehen. Hier wäre sogar Metall. Nur halt. Stone. Stone ist gerade ein ernsthaftes Problem. Thank goodness. Halleluja. Ich bin sogar gerade am Überlegen, ob wir uns. Terrorbird. Wegen dem Metall. Ich meine, wer weiß, wann wir wieder welches entdecken. Okay, erstmal. Ja, meinetwegen. So. Wie gesagt, wegen dem Metall, weil wer weiß, wann wir da wieder was entdecken, tatsächlich. Bevor wir hier jetzt ewig wieder rumkrebsen, ob wir das hier mal probieren, auch wenn da. Eben ein Terrorbird war, aber vielleicht da. Oben. Und dann. Na, hier hätten wir das Metall. So nach dem Motto: ein Versuch ist es wert. Baby. Ich brauche noch Thatch. Okay. Einfach, dass wir uns irgendwo erstmal aufbauen. Wäre vielleicht nicht das Schlechteste. So. Das wäre erstmal so ein bisschen. Ja, irgendwie Sachen ablagern können. Allerdings brauche ich Hide. Oh, vielleicht kann ich da von dem Raptor was abgreifen. Ja, der überlebt das nicht. Das kann ich abgreifen. Wunderbar. Dann kann ich nämlich sein Fell nehmen. Und mir daraus einen Schlafsack machen. Oh, danke, Kumpels. Euch schickt der Himmel wirklich. Falsch. Mist. Wartet.
kurz einen Flint holen, weil ich mit dem falschen abbaue. So. Schnell, schnell, schnell. Kriege noch ein bisschen mehr Halt raus. So, nicht, dass ich euch jetzt aussehen anschlage. Geht mal. Welches Level bist du eigentlich? 36. Okay, und du? 12. Ja, danke. Passieren, danke. Wie gesagt, Wasser ist dann natürlich hier noch ein Problem. Ich weiß dann noch nicht so ganz, wie ich gegen Wasser ankommen soll. Oh, warte. Bist du Öl? Ach, ich glaube, du warst Öl, ne? Warte mal. Ja, du bist ein Öl. Macht aber nichts. Nehme ich trotzdem. Danke. Wie ich ihn einfach erstmal an den Hintern fasse. Okay. Oh, hier ist auch noch Metall. Ich glaube, ich probiere es hier jetzt erstmal. Erstmal so eine kleine Hütte aufbauen. Und vielleicht haben wir ja sogar im nahen Umkreis Wasser. Weil Wasser... Und ist jetzt eigentlich... Füllt er das auf? Nee, ich glaube, Dehydrate war... Ich meine... Es ist jetzt nicht die schönste Gegend, gebe ich zu. Aber es ist Metall. Die Frage ist halt, wobei... Das ist ja irgendwo so ein kleines... feines Wasserloch. Ich meine, auf der Karte ist so ein bisschen blau eingezeichnet, aber ich möchte jetzt eigentlich auch nur halten wegen dem Metall. Sonst würde ich weiterziehen. Ich gucke mal ganz vorsichtig da nochmal hoch. Wahrscheinlich werde ich das bereuen. Das Wasser. Perfekt. Und Metall. Ich glaube, hier versuchen wir es erstmal. Vielleicht, wenn ich meine kleine Hütte hier auf diesem Ding jetzt erstmal aufbaue. Ich hoffe, hier ist halt keine Katastrophe. Ja, ich glaube, hier versuchen wir es einfach mal. Obwohl, na, ich muss mal gucken. Also groß kann ich mich hier nicht aufzimmern. Na, mal schauen. Ich würde aber sagen, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.